So, jetzt geht's aber im Höhepunkt des Spiels rein. So. Nicht wundern, wenn die eine Folge so kurz wird. Kleine technische Schwierigkeiten. Läuft. Profi vom Feinsten. So, rein in die Höhepunkte. Alleingang Hamburg drauf. Von Robert Latze. Lauf, Junge. Wer, was machst du da? Nach rechts gelenkt. Platze, der Flank. Kriegen wir den? Ne, wir verlieren den Ball. Mist, nicht gut. 11 Meter! Halleluja! Auf geht's. Komm, Glatze. Ja! 45. Minute. 1:0. Stark! Kannst du langsam raus mit den Meter hoch. Aber wie gesagt, ich darf auch wundern, kleine technische Schwierigkeiten, das passiert immer. So, Eckball. 3, 2, 1. Ich hoffe, jetzt klappt das hier so einigermaßen. Auch mit der Aufnahme. Ja! Mal mehr, ich hab es geübt hier. Ah, schade, die kriegt leider jetzt nicht. Freistoß, Hamburger SV. Aber nützt es den jetzt direkt? Ich würde sogar sagen, Dompe flank mal rein. Ah. So, 81. Spielminute, Angriff, Hamburger SV, immer noch 1:0. Komm, Kleindienst, Kleindienst. Ah, ja, nein, Benisch, oh. Es gibt noch mal einen Freistoß, 88. Spielminute. Ich hoffe, ich kriege das hin hier. Freistöße, muss ich sagen, kann ich noch überhaupt nicht richtig. Dompe, der eine legst du da hin, ab in die Mauer und nochmal Dompe, schade. Ah, Mai verliert den Ball nicht gut. Aber wir gewinnen knapp mit 1:0 durch diesen Elfmeter, wunderbar. Nice, ja, Kloppo, gratuliere nochmal. Wir gehen direkt weiter hier. Wunderbar, weil diese Mucke, ne? Das ist immer so unglaublich hier. So schnell weitermachen. La 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 la. Empoli gewinnt und Anderlecht verliert 4:1. Habe ich das gerade richtig gesehen? Halleluja, so. Hoffentlich erstmal keine weiteren technischen Probleme. Glatze erzielt erste Saison-Tor. Leihangebot von. Nochmal für BB, ja? BB, ja? Delegieren. Eine Einjahresleihe würde gut tun. So, über links kann man ja, hat man ja Kittel, Benisch, also es wäre gut so. Schade, dass wir nicht geschafft haben. Ah, okay. Anscheinend hat es nicht ganz gereicht. Naja gut, wir konzentrieren uns jetzt erstmal eh auf die zweite Liga nach und nach. Und das Spiel gegen Hannover kommt ja auch schon so langsam. Oh, kann man das überspringen? Ja, kann man. Genau, Tom Mickel verlässt uns, weil ich will jetzt nicht jede Cutscene hier zeigen. Das hatten wir ja letztens auch noch gemacht. Schlechter Deal, was? Ich weiß nicht, was du jetzt hier hast, Spiel. Fernandes wird Backkeeper. Und Ibrahim, würde ich sagen, vielleicht noch eine Laie. Aber keine Sorge, Fernandes wird auf alle Fälle noch zu spielen kommen. Das kann ich schon versichern. Auch wenn Matteo Raab die neue Nummer 1 ist. So, Trainingstag. Ich würde sagen, machen wir mal zur Abwechslung wieder ein paar Übungen. Abfangjäger. 3, 2, 1. Auf geht's. Wollen wir mal. Ach, der will dahin. Naja. Ich dachte, weil er es hier so angedeutet hat, dass er da macht. Naja, den haben wir. Den haben wir. Nein. Nee. Aber man merkt, das ist schon. Oh, ich denke immer, die wollen dahin machen und dann ist das nicht der Fall. Scholau, schön. Schön, Scholau. Scholau, super. Der Captain zeigt, wie man das macht. Ah, der war aus dem Kreis. Hä? Ich hab nur nach unten gelenkt. Nein, das war zu weit.
Hoffenheim. Ich bin mit dem C durchaus zufrieden. Schön. Boah, schön. Ach, Käse. Oh, ich denke immer, wenn der hier so hinläuft, dass der da hin will und... Ja. Schön. Oh, wir haben sogar ein A. Nice. Halleluja, die erste Übung mit A. Bin begeistert. Sammle die Trophäen ein. Ich glaube, die Übung kenne ich doch sogar noch. Nicht, du sollst nicht auf den Kreis, aber egal. So. Königsdörfer. Jetzt muss ich ja mal so ein bisschen auf den Kreis. Junge. Diese KI, ne? Die ist so gut mit... Oh, mittlerweile schön, Königsdörfer. Kittel vor allem. Haier. Hä? Ich bin doch durch die Trophäe gerade. Ah, jetzt. Ist das schwer, aber... Ich schlag mich wacker. Schön, wir haben alle so jetzt Vuskovic. Vuskovic, der, wie ich finde, beste Innenverteidiger bisher. Ja, der ist aus dem Radius, Zone verlassen. Mit dem B kann ich mich aber auch geschlagen geben, durchaus. Pass aufs Ziel. Ah, das ist die Übung, okay, so. Dann haben wir auch gleich zwei Leute hier, na, Halleluja. Na, das ist ja nicht verboten, Mist. Ball wurde verloren. Ach, unten. Naja, das war easy mit dem A. Ja, das war doch mal eine entspannte Trainingseite. A, B, A, wunderbar. Angenehm. So, jetzt geht es gegen Hannover gleich. Übereinkommt zu Bier, ja, Transfer an Mikkel Bronzes. Das werde ich gleich ablehnen, das weiß ich schon. Ein Jahr leider. Zur Not kann man den ja noch zurückholen, ne? Das ist ja das Gute, so annehmen. Miguel. Na. Klingt nimmt beides an, da kann er sich selbst entscheiden. Und Mikkel Bronzes werde ich ablehnen und auch Angebote blocken. Den möchte ich gerne diese Saison behalten. Stillstand bei Tom Mikkel. Und Mikkel geht zu Radomir Grandom. Wie wir schon gesehen haben. Übereinkunft mit G, Übereinkunft mit G. Da haben wir uns ja schon drum gekümmert. Trainingstag, da können wir mal ausnahmsweise jetzt mal simulieren. Dombé. Schalke. Es interessiert Dombé zu verpflichten. Ich meine, die bieten gut, gar keine Frage, aber nein. Dom B wird bleiben. Sorry, liebe Schalker, da muss ich euch enttäuschen. So, Dom P wird bleiben. So, jetzt geht es im HSV-Duell gegen Hannover. Pressekonferenz, ja, da gehen wir auf alle Fälle rein. Entschuldigung für die Husten. Pressekonferenz, überspringen Partie. Pressekonferenz, bitte. Let's go. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun stellen. Hamburg hat eine vorbereitete gute Leistung gezeigt. Die Fans hoffen natürlich auf einen Saisonstamm mehr. Wie wirkst du die Ausstellung auf das erste Pflichtspiel aus? Wir arbeiten jeden Tag hart. Ich vertraue meiner Mannschaft, der Kader stark. Ich vertraue meiner Mannschaft. Ich vertraue der Qualität meiner Mannschaft. Die Jungs können das schaffen. Nach unserem harten Training sind sie bestens vorbereitet. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber auf alle Fälle. Na gut, das ist kurz. Ist die Meisterschaft drin? Ich denke mal schon, da wir gut aufgestellt sind auf alle Fälle. Wenn alle Titel gewinnen, jeder Spieler will Meister werden. Wir sind gut genug, um das Ziel zu erreichen. Von uns den Titel völlig klar. Bin mir sicher, dass wir gut genug sind, das zu schaffen. Und wir haben auch einen guten Kader, gute Qualität, gute Quantität, das schaffen wir. Bislang waren noch trotzdem mehr als 3 Abgänge, gibt es bereits nur noch weitere Transferneuzugänge. Rechnen wir sind überall gut besetzt und wir bauen ein Siegerteam auf, sag ich mal. Apropos Siegerteam, ich wollte den Transfer-Dings noch was gucken. Fällt mir gerade ein. Aber erstmal vielen Dank für die Frage. Das war's für diese Pressekonferenz. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, das war die erste Pressekonferenz.
Und bevor ich das jetzt vergesse, Transfer, Spieler suchen, bevor es in die Partie reingeht. Ich hatte ja noch mal geguckt gehabt und ich hatte noch einen im Visier. Und zwar Ricky, der ist hier sogar schon, 19 Jahre, Ricky J. Jones, genau. Den wollte ich auch noch auf die Liste mit aufnehmen. Und dann gucken wir mal. Zurücksetzen, dann würde ich gerne noch mal in der Premier League schauen. Premier League suchen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir die Position. Wir gucken mal einfach mal durch. Akanji, nein, 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 nein. Einmal ihn, wenn er schon so jung ist und hier aufgezählt wird. Elliot Anderson von Newcastle, warum nicht? Kann man ja mal eine Liste hinzufügen. Ja, ich wollte mal nach einem Innenverteidiger noch gucken, oder generell Verteidiger. Aubameyang schon 33, holy. Aber nein, ist er kein Verteidiger. Hier, Ait Nuri, genau, er war's. Von den Wolves, den wollte ich noch auf die Liste packen. Okay, aber jetzt würde ich sagen, nach langen Transferdingens